Es herrscht wieder FOMO. Niemand will die Jahresendrallye verpassen. Also hat man sich schon mal so ein bisschen auf diese Jahresendrallye prophylaktisch positioniert. Und zwar nicht zu knapp, vor allem mit Optionen. Aber insgesamt sehen wir, dass natürlich normalerweise diese Tage um Thanksgiving relativ bullish sind. Also haben sich viele gedacht, Mensch, da knallen wir mal ein paar Positionen rein. Vor allem Vermögensverwalter, die durch Anleihen Verluste erlitten haben in diesem Jahr, durch Aktienverluste haben in diesem Jahr, und die brauchen jetzt noch ein bisschen Performance, die wollen das Ganze retten. Allerdings zeigt sich, wenn wir am Dienstag vor Thanksgiving deutlich im Plus schließen, dann wird es am Mittwoch meistens schwieriger und die Tage danach auch. Gut, das ist Statistik, aber hier schauen wir uns mal den S&P 500 auf Tagesbasis an. Hier sehen wir diese rote Linie, das ist im S&P 500 der Bereich 4029, 4030. Und wo war heute das Hoch beim S&P 500? Genau bei 4030. Hier ein Doppeltop, dann ist es jetzt zunächst mal wieder nach unten gegangen. Wir werden sehen, ob das jetzt die Geschichte schon gewesen ist. Wir haben noch die 200-Tageslinie bei 4000 und roundabout 59 derzeit, aber es könnte schon gewesen sein, jetzt im Vorfeld des FOMC-Protokolls, aber insgesamt ist in letzter Zeit natürlich sehr viel Geld in die Aktienmärkte wieder geflossen. Und da sehen wir bei diesen ETF Equity Flows, die sind über die letzten 4 Wochen deutlich gestiegen. Buybacks sind ja wieder jetzt der Fall und es herrscht FOMO, Fear of Missing Out, nicht die Jahresendrally verpassen. Die Frage ist nur, okay, es könnte ja mit der Korrektur das alles schon gewesen sein. Es könnte jetzt der Boden erreicht sein, wenn die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Wenn doch, dann zeigt die Geschichte, dass da eben noch viel Arbeit zu tun ist. Die Zinskurven zeigen uns Rezession, und zwar ganz schön dicke. Hier sehen wir die 2- und die 10-jährige Anleihe, die Renditedifferenz bei 80 Basispunkten, also 0,8%, rentiert die 2-jährige US-Staatsanleihe höher als die 10-jährige US-Staatsanleihe. Macht normalerweise keinen Sinn, ist nur erklärbar dadurch, dass die 2-jährige eben sehr stark auf die Entwicklungen um die Fed-Politik reagiert, während die 10-jährige eben diesen konjunkturellen Hintergrund, den längeren Zeithintergrund hat. Deswegen diese massive Divergenz, diese Invertierung, und Rezession ist das Stichwort. Und wir sehen jetzt erste Anzeichen, dass auch der Arbeitsmarkt in den USA Schwäche zeigt. Wir haben jetzt die Initial Jobless Claims, also Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, so hoch wie seit August nicht mehr. Die fortgesetzten Anträge so hoch wie seit März nicht mehr. Das tickt also so langsam nach oben, und die Wirtschaft in den USA tickte deutlich nach unten. Wir haben jetzt sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungsindex deutlich unter der 50er Marke, also Schrumpfung. Und hier sagt Market respektive S&P Global, die die Daten erheben, also wir sehen, dass die Unternehmen jetzt vorsichtiger werden mit eben Neuanstellungen. Der Inflationsdruck dürfte die Margen weiter fressen und so weiter und so fort. Also sehen wir, dass das erste Mal jetzt seit Juni 2020 wir wirklich unterhalb der 50er Marke sind bei den Einkaufsmanager-Indizes in den USA. In Deutschland sind wir seit 5 Monaten schon negativ, dazu gleich mal mehr. Jetzt kommt ja heute das FOMC-Protokoll. Die Fed dürfte nicht sehr begeistert sein von dieser Rallye. Das macht praktisch Zinsanhebungen zunichte. Jetzt ein Artikel auf Bloomberg, der sagt, also dieses QE, dieses Quantitative Easing, das war ein riesiger Fehler. Das hat der Wirtschaft gar nicht geholfen. Das wird der Fed vielleicht jetzt auch mal auffallen. Insgesamt ist bei diesem FED-Protokoll darauf zu achten, auf dieses Dual Mandate, also das duale Mandat. Einerseits Preisstabilität, auf der anderen Seite Arbeitsmarkt. Jetzt sagt aber die FED, wow, der Arbeitsmarkt, der ist ja noch super stark, und es gibt ja die JOLTS, die offenen Stellen, die angebotenen Stellen, 10,7 Millionen, viel mehr als Arbeitslose. Also Arbeitsmarkt, ja, ein nachlaufender Indikator. Könnte also noch dauern, bis die Fed erkennt, oh, der Arbeitsmarkt ist vielleicht doch nicht so stark, also können wir stärker gegen die Inflation schießen, denn die Inflation ist ein strukturelles Problem in den USA, vor allem durch die Nachfrage. Und wenn wir jetzt mal zum Markt kommen, sehen wir hier den VIX, der in 4 Tagen über 12% gefallen ist, aber der S&P 500 ist ein bisschen gestiegen, so gut 1%, aber nicht so wahnsinnig viel. Wenn man sich mal auf Twitter anguckt, welche
Hashtags trenden da eigentlich, dann ist es FOMO. Also das ist durchaus sprechend und wir haben jetzt heute beim WIX die untere Kanalbegrenzung erreicht. Das ist oft ein Peak an den Märkten. Diese 20,6 war dieses Gap, das wir da zuletzt gerissen hatten. Und wo sind wir heute hingelaufen? Knapp über der 20,6 im WIX. Und das lag auch daran, dass die Märkte heute so gut angefangen haben an Morgan Stanley, die ja sagen, okay, wir sind an einem Bärenmarkt, aber diese Rallye, diese Bärenmarkt-Rallye hat noch ein bisschen Potenzial und Tesla sei ja zu stark abgestraft worden, das sei doch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist untertrieben nach wie vor. Ja, Tesla weit über Kursniveaus vor Beginn des Quantitative Easing der Fed. Jedes Auto, das verkauft wird, mit $600.000 bewertet. Das ist sportlich. Hier sehen wir unten rechts im Vergleich übrigens mal den Vergleich zwischen Bitcoin und Tesla. Relativ ähnlich. Da ist also eine gewisse, wie soll man sagen, ein gewisser Gleichlauf erkennbar. Und Bitcoin geht es ja nicht so fürchterlich gut seit der Wende der Fed. Und Tesla dürfte auch bald dran sein. Und ja, die Firmen in den USA, die haben ein riesiges Problem. Die haben zu viel Lagerhaltung. Hier sieht man mal die Rabatte, die man bekommt, wenn man online bestellt. Computer vor allem 32%, Electronics 27%. Viel, viel mehr als im Jahr 2021. Warum? Weil natürlich die Firmen aus Angst vor Lockdowns, aus Angst vor Lieferengpässen, Materialmangel und so weiter, haben sie alles gekauft, was sie kriegen konnten. Jetzt müssen sie das Ganze abverkaufen. Ist auf der einen Seite disinflationär, geht auf der anderen Seite aber in die Margen der Firmen. Die haben letztendlich zu viel von allem, die amerikanischen Firmen. Hier sehen wir das, also wirklich in allen Bereichen ist das der Fall. Und während in Deutschland ein Fünftel der Deutschen wegen der Inflation ans Ersparte gehen muss, ist das in den USA viel, viel schlimmer, die Situation. Die Amerikaner reizen einfach ihre Kreditkarte weiter aus. Die Kreditkarten Kosten, die Zinsen sind weiter deutlich gestiegen. Das wird jetzt richtig schwierig. Also die brauchen solche Discountpreise. Das ist schlecht für die Firmen, einigermaßen gut für die Verbraucher, aber sonst können die gar nicht mehr oder viele können dann gar nicht mehr konsumieren. Jetzt kommen wir nach Europa. Hier sehen wir, Credit Suisse hat heute berichtet, dass man im vierten Quartal bisher Ausflüsse von 88 Milliarden Dollar hat, 84 Milliarden Franken. Unglaublich, die Leute haben ihr Geld abgezogen. Das ist ein Bankrun, während wir bei FTX, dieser Kryptobörse, gesehen haben. Das war ja auch ein Bankrun. Die ist jetzt pleite, aber bei Credit Suisse ist man eben noch nicht pleite, weil die Fed der Schweizer Nationalbank, also der Schweizer Notenbank, Dollar-Swap-Lines gegeben hat. Hier sehen wir mal, wie stark die genutzt wurden. Das heißt, faktisch hat die Fed die Credit Suisse gerettet. Eine Großbank, die systemrelevant ist, würde die kippen, dann hätten wir so eine Art Lehman-Moment. Also musste das verhindert werden, aber wir sehen, wie stark hier diese Bank unter Druck ist. Das ist schon ein Riesenthema. Ausgerechnet die soliden Schweizer haben eine echte Problembank. Hier sehen wir mal den Kurs von der Credit Suisse, jetzt noch weit unter 4 Euro inzwischen. Wir waren noch bei über 14 Euro zu Jahresbeginn 2021. Wir waren um und bei 10 Euro im Jahr 2022, also bei Jahresbeginn, Chart von Capital.com. Also das ging schon deutlich und heftig nach unten. Und wenn wir jetzt mal zur Energie-Thematik kommen. Was ist halt los? Gell? Hab ich einen Knoten in der Zunge oder was? Ja. Also Energiethematik, meine Damen und Herren. Die Gaspreise steigen wieder. Wir hatten gestern ja die Drohung von Gazprom. Wir könnten der Ukraine ein bisschen das Gas abschalten. Und das ist ja das russische Gas, was noch nach Europa kommt. Das geht ja durch die Ukraine. Das ist das eine. Und der Winter hat noch nicht begonnen. Wir haben also jetzt schon aus den Lagern genommen. Der Euro ist ja sehr gut gelaufen. Das könnte, wie Mr. Brooks hier meint, vielleicht nicht ganz gerechtfertigt sein. Insgesamt, Japan hat ja kürzlich gewarnt, oh, diese LNG-Lieferungen, von denen Deutschland ja jetzt abhängig ist, die sind auf Jahre praktisch ausverkauft. Das wird schwer. China hat jetzt mit Katar einen Deal gemacht. Das wollten die Deutschen ja nicht. Erst die Kernkraftwerke abschalten. So Zittelmann hier in einem Tweet und als auf Gas als Zwischenlösung setzen, dann weltweit auf Battletour gehen, um dieses Gas auch zu bekommen und dann die Länder beschimpfen, bei denen man bettelt.
Das ist genau das passiert, was man mit Katar gemacht hat. Wir erinnern uns an Herrn Habeck, der da ja praktisch auch nichts gegen oder für Gleichberechtigung und so weiter gesagt hat damals. Aber er hatte wahrscheinlich dieses ganze Gasthema so im Fokus. Hier sehen wir mal, würden wir, wie Frank Schäffler von der FDP hier sagt, alle 6 AKWs ein ganzes Jahr weiterlaufen lassen, dann könnten 60 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das würde 9% des gesamten CO2-Ausstoßes des Jahres 2021 praktisch sein. Also man würde sehr, sehr viel CO2 einsparen. Atomkraft hat auch ihre Probleme. Ich will das nicht schön malen, aber wenn ich jetzt in CO2-Kategorien denke, dann ist das ja nicht so wirklich rational, was passiert. Zumal jetzt die Japaner ja gesagt haben, sie fahren die AKWs wieder rauf. Ja, aber gut, die Japaner haben halt nicht wie wir Fukushima gehabt. Ja. Ne, bei uns halt permanent Tsunamis, wo dann Atomkraftwerke gefährdet sind. Also das muss man natürlich dann in Relation setzen. Würde man also Kohle abschalten oder einige Kraftwerke abschalten, dafür AKWs laufen lassen, dann würde man maßgeblich sehr, sehr viel CO2 einsparen und auch wahrscheinlich die Energiekosten damit ein bisschen drücken. Die deutsche Wirtschaft 5 Monate in Folge jetzt mit Schrumpfung, auch wenn die Abwärtsdynamik nun ein bisschen gebremst ist. Einer der Faktoren für die Rallye war nicht nur die Hoffnung auf den Fed Pivot, also die Wende der Fed, sondern eben auch auf das Opening von China, also dass die ihre Corona-Politik lockern. Aber jetzt gehen die Fälle massiv nach oben. Immer mehr Städte mit Beschränkungen, mit Begrenzungen. Und jetzt sagen Analysten, also China wird, wenn man irgendwie bei dieser Zero-Corona-Politik bleiben will, dann wird es neue Lockdowns geben müssen. Das kommt also jetzt auf uns zu. Das dürfte die Wirtschaft dann global weiter abschwächen und dieses ganze Rezessionsszenario wahrscheinlicher machen. Der Gaspreis steigt um 10%, meine Damen und Herren. Warum das so ist und möglicherweise auch so bleiben wird, dass wir jetzt zunächst mal ein Zwischentief gesehen haben bei den Gaspreisen, das lesen Sie in diesem Artikel. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, das, was bei Credit Suisse passiert, das ist schon der Hammer. Eine Bank blutet aus, zweite Empfehlung und dann noch eine Empfehlung für morgen, Donnerstag 19 Uhr, da mache ich kein Markenflüster, sondern ein Boom und Bust, da geht es um Investieren und Traden, über Scheitern und Erfolg, 19 Uhr morgen mit Stefan Risse, der ja auch schon Erfahrung gemacht hat mit dem Scheitern, und Jens Czernowski von XTB, diesem Broker, der also weiß, was da passiert, der kam kürzlich von einem anderen Broker, sieht also, was die Kunden machen, was sie tun, warum viele Verluste erleiden und wenige nur wirklich erfolgreich sind, das können Sie morgen 19 Uhr erfahren, morgen im Videosblick packe ich Ihnen den Live-Link hoffentlich da schon rein. Ansonsten finden Sie den bei finanzmarktwelt.de. Ich sage jetzt Servus, 2 Empfehlungen und morgen 19 Uhr investieren und traden. Servus, ciao.